Genau, die Sensoren. Hier, bei mir. Oh, oh. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Phasmophobia. Ja, ich bin immer noch nicht alleine, denn mit dabei sind natürlich noch Moon, Ragoon und Grimmes. Hallo. Hallo. Ja, die zweite Sicht seht ihr wie natürlich auch immer sonst auch vorher bei Moon auf dem Kanal, deswegen auch verlinkt unten drunter. Genau. Ja, wir sind momentan wieder unterwegs. Ich weiß gar nicht, wo sind wir momentan eigentlich? In irgendeiner kleinen Hütte, weil wir haben immer noch... Zu Hause. Mit sechs Schlafzimmern. Und einem Keller, also zwei Etagen. Oh, stimmt. Keller und Zimmer. In einer 1:1 Nachbildung von Gotaks Haus. Das ist richtig. Jetzt müssen wir jetzt da gucken schon mal, wo der Geist ist, dann kann ich bei mir auch direkt gucken. Call! Inklusive Geist. Call! Oh nein. Call Anderson! Das ist laut. Oh. So, wir müssen mal rausfinden, welcher Geist es ist. Hinter dem Geist, sie heimzusuchen mit einem Kruzifix oder mit einem Netflix-Account. Oh, I don't know. Mit einem Netflix-Account geht's auch. Echt geil. Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Lassen Sie das Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Okay. Machen Sie das mit dem Netflix hier? Ja. Wir brauchen aber dafür erstmal Carol Anderson. Die müssen wir anschreiben bzw. rufen, damit die dann ihren Account uns geben können. Ah, okay. Sie hat also das Abo, richtig, was wir sozusagen benötigen. Ah, richtig. Okay. Ja. Dass wir immer, aber ja, sie hat damit kein Problem, wenn wir alle vier zusammen den Netflix-Account nutzen, steht da geschrieben. Alleine oder alle vier zusammen, das ist kein Problem. Okay, das ist gut. Carol das ist sehr Anderson. Schön, dann weiß ich Bescheid. Carol Anderson. Carol. Bitte zur Theke. Carol Anderson. Die Tür ist auf. Schade, wir haben Schlüssel mitgenommen. Wir haben schon alles. Ich komme. Karl? Geist. Aber hier ist nichts. Okay. Ich konnte jetzt nicht so rauschen. Warum rauscht das? Meine Lampe fest. Ja. Ich guck mal eben rein. Da ist auch nichts. Kann ich hier knarzen? Schlüssel. Oh. Okay. Da ist wieder was runtergefallen, glaube ich. Ich hab irgendwas gehört. Hier oben ist anscheinend. Jo, hier ist eine Katze. Hier. Katze runtergefallen. Guten Tag. Paul. Sam, habt ihr irgendwas gefunden? Nö, bis jetzt noch nicht. Wir waren aber auch nicht im Keller drin. Ja, waren die jetzt eigentlich für Wie viele Badezimmer haben die denn? Alter. Jedes Schlafzimmer, die haben eigentlich nur ein Schlafzimmer, so gibt es auch jedes Mal ein Badezimmer. Wie sein? Was gibt's hier? Was? Fürs die ganze Selbstgespräche? Ja, so ähnlich, nimm das Play auf. Achso. Was? Jetzt in diesem Moment ein Let's Play? Warte, mach kriegst du ja nicht aus. Gut. Was ist denn ein Let's Play? Was ist das? Wieso mehr erfahrt ihr nach der nächsten Maus? Du musst Funk sprechen, sonst versteht man dich nicht. Achso, sorry. Könntest du gar ein Splay together sein? Macht ja gar keinen Sinn. Also im Keller ist nichts. Also ich habe bis jetzt keinen EMF-Ausschlag gehabt. Oh. Alter, wenn das Ding nachher anfängt zu fahren, bin ich aber raus. Ich hatte auch noch keine Temperatur irgendwo gehabt. Was? Also ey, ohne Spaß, wenn das Ding anfängt zu fahren, bin ich weg. Also ich vermute, es ist ein Poltergeist. Warum? Vermute ich auch, weil er so viel hier wirft. Ja, hier fliegen Sachen. Die Tür geht zu. Hä, die Tür dreht sich bei mir.
die ist aufgegangen, ne? Oder die Tür dreht sich? Ja, die kann nicht so komisch drehen. E-Mail von 5. Aber keine Temperatur. Okay, 5 Watt E-Mail. Schon mal einen ergeben. Wir hören dich nicht. Emma, bitte Funk benutzen. Die Aktivität war knapp bei 5, aber jetzt ist sie wieder auf 0. Warte mal, sowohl auf Gruppen, okay, den kann man mit mehreren und in Einzahl. Ich kann nicht mehr sprechen. Also, ich weiß, warte. Okay, ist schon mal keine Vollzeit. Hat kein Leben mehr 5. Also, der Geist, der spricht auf mehrere und auf eine Person an. So rum. Mein Gott, sprechen ist schwer. Temperaturtechnisch? Wie alt bist du? Was, wie kalt bist du? Ganz schön kalt. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Kann ich die Kerze hier anmachen? Na, warte. Wie alt bist du? Sehe ich hier Rauch? Wie alt bist du? Nee, keine Atem. Ich kann die Kerze anmachen, die hier steht. Hallo. Wie alt bist du? Ich bin zu dumm, eine Kerze hinzustellen. Ja. Wer hat das Thermometer in Flitsch? Also, Hallo. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Bitte nochmal was? Okay. Wo bist du? Bitte nochmal was? Ich hab gefragt, wer das Thermometer entführt hat und Raga. Ich hab das Thermometer. Robin hat geantwortet. Du hast das. Du hast mir doch geantwortet. Wo bist du? Ich hab dir gerade die Kerze angemacht. Wie alt bist du? Ah, mit F. Oh. Ja, ach, die steht da gut. Hallo. Fast schon. Fast schon. Carol. Oh, ich dachte gerade, da steht was, das ist nur das Stativ gewesen. Im Buch wurde was reingekritzelt in dem Moment, ich hab drauf geguckt. Oh. Carol. Wo denn? Ja, bei uns. Wo seid ihr denn? Ach, da unten. Wo seid ihr denn? Es gibt noch drei Möglichkeiten. Revenant hatten wir noch nie. Ja, Oni und Shade auch noch nicht, ne? Doch, ein Oni, glaube ich, hatten wir schon mal. Wo bist du? Naja, also hier ist nichts Kaltes. Du hast einen Ausschlag, dann geht's zum Arzt. Ja, Nacht da. Einen ganzen Nacht Ausschlag. Carol. Hey, du musst doch mal hier ein Zeichen geben. Wieso liegt da wohl beim Ball drin? Und der Ball her. Leute, habt ihr Orbs gefunden? Carol? Ich hab vergessen, die Kamera anzumachen. Warte, ich mach die an. Die andere auch, danke. Die andere Kamera auch an oder aus? Die eine habe ich jetzt angemacht gerade. Was? Okay, die andere ist an. Moment mal. Der Buch hat die geschrieben, ne? Ja. Was zum... Was? Sie hatten kurzen Zehnerausschlag zweimal. Kurzen Zehner und dann direkt wieder weg? Oh. Ja, ein bisschen länger und dann einmal ganz kurz und dann weg. Wie war nochmal der Name? Carol. Was brauchen wir eigentlich noch für Informationen? Marcel, kannst du die andere Kamera mal anmachen? Die ist aus, die, du hast die nicht angemacht. Genau die. Hä? Die ist doch an, die ist doch grün bei mir. Carol. Die ist bei mir. Nee, jetzt. Die war bei mir grün. Die ist an. Ja, keine Ahnung. Carol.
Scheiß mach durch die Kerze an, dann macht die Blende zu stark. Ja, warte, ich mach die, warte, ich schmeiß die weg. Carol, mach das Licht an. Auf dem Schreibtisch. Ja, da ist noch eine Kerze, Moment. Oh, die haben, jemand hat mir die Kerze ausgepustet. Was? Ja, in dem Moment ist meine Kerze ausgepustet worden. Ich habe keine Temperatur. Was denn? Bist du hier? Carol, mach das Licht an. Carol, mach das Licht an. Carol, mach das Licht an. Wie war nochmal der komplette Name? Carola Anderson. Carol Anderson. Tollsten Bilder, die es gibt, ja. Hast du dir die Lichtschalter mal angeguckt gehabt? Jawohl. Wenn ich hier wüsste, wo die Lichtschalter wären, ne? Hier. Carol Anderson. Anderson. Nee. Es könnte für einen Schild sprechen. Warum? Weil warum? Der Schild jagt. Wir hatten mehrere Pinne-Ausschläge, aber der Schild jagt nicht, wenn mehrere Leute zusammen sind. Ja, aber dem Geist macht doch nichts aus, wenn mehrere zusammen sind. Ja, aber ein Schild ist die Eigenschaft von einem Schild. Macht einfach aus, wenn mehrere zusammen sind. Okay. Carol Anderson. Du das? Nein. Irgendwas war hier ein Geräusch. Carol Anderson. Da müssen wir noch irgendwo einen Orb sehen. Ja, die Schnellbox. Carol Anderson. Die was Box? Bist du hier? Wo bist du? Die Lava Box. Moon. Ja, die von euch. Sprichst du den ganzen Tag damit? Wie alt bist du? Okay, zumindest sind beide Kerzen ausgegangen. Carol Anderson. Kurz auf 8 hochgesprungen. Carol Anderson. Okay, pass mal auf. Vielleicht sollte jemand da drüben im Raum bleiben. Ich bleib mal hier drüben. Falls hier mal einer durchläuft, so, dann geht zumindest der Alarm an. Wir dürfen nicht mal dann die ganze Zeit durchlaufen dann. Genau, die Sensoren. Hier, bei mir! Oh, oh! Wow! Lebt ihr noch? Kruzifix! Nee, da ist jemand gestorben. Nee, nicht, nicht, nicht. Moon! Wie bewegt sich hier noch? Warum Moon? Keiner. Ist so unfair. Moon klebt in der Tür drin. Moon? Nein. Warum? Sie klebt schon wieder hier in der Tür drin. Weißt du, gerade in dem Moment, wo ich euch sagen wollte, der rennt da unten durch die Lichtschranke durch, geht der Typ voll ab. Und da war eine Frau gewesen, eine ältere Frau. Kann ja sein. Da
doch kein Shade sein, oder? Weil ich meine, wir sind alle zusammen gewesen. Shit. Hä, aber warum ist Moon denn da hinten gestorben? Der Geist war hier vorne gewesen und sie ist hinten in der Tür gestorben. Klebt die auch bei dir in der Tür hinten drin? Ja. Ich weiß nicht, warum die hinten in der Tür gestorben ist. Kann aber vielleicht sein, dass sie von mir abgelassen hat. Kann das vielleicht sein, dass sie von mir abgelassen hat, weil ich das Cookie fixe? Ja, und warum hat sie von mir abgelassen? Weil ich die fotografiert habe? Ich habe Fingerabdrücke fotografiert auf dem einen Foto. Leute, ich habe auf dem einen Foto Fingerabdrücke fotografiert. UV-Kamera nicht genug geguckt. Ja, aber ich habe die Lampe und ich sehe aber auch keine Fingerabdrücke. Aber du hast den Geist erwischt. Naja, klar. Der kam auch nicht zu mir. Doch, ich habe Fingerabdrücke an einem Fenster. Ja, Revenant. Ein Revenant ist langsam, aber akzeptiert heftig und wahllos. Naja. Nicht wahllos, man will es nicht. Ein Gerüchten zufolge ist ein Revenant schneller, wenn er jemanden jagt. Stärken wird schneller, wenn er sein Opfer jagt. Schwächen versteckt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich sehr langsam. Okay. Was brauchen wir sonst noch? Weil, ja, Foto können wir nicht mehr vom Waschbecken machen. Wieso? Na, hast du noch einen Film bei? Ach, du hast die Foto. Ich habe aus Panik die so viele Fotos gemacht hatte. Ich muss ja irgendwie fotografieren. Ach, hier ist schon wieder ein kurzer Zehnausschlag gewesen. Ja, habe ich auch gesehen. Das ist extrem komisch. Der ist sogar angepisst, wenn keiner im Haus ist. Ja, klar. Hab ich mich auch gewundert. Soll ich nochmal mit dem Kurzfix probieren, das? Also, den Kurzfix habe ich da auf dem Buch gesehen. Okay, krass. Soll ich das nochmal probieren, dass wir den Erfolg bekommen, oder nicht? Das ist Moon 3, den er noch hat. Nochmal bitte was? Das ist Moons Geist. Der ist sauer auf Moons Geist, der rennt da drin bestimmt rum und ärgert den Geist. Das zieh ich von hier aus. Soll ich nochmal reingehen? Musst du wissen, ich kann nochmal versuchen, die Tür aufzuhalten. Ja, ich nehme nochmal das Ding. Ich hab noch keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ob ich da hinschmeißen muss, eine Hand halten oder was? Du meinst, du musst das hinwerfen in Richtung des Geistes. Wie war der Name nochmal? Ah, Herr Anderson, ne? Irgendwie so. Carol Anderson. Carol Anderson. Hallo. Wie ist der Ausschlag draußen? Leute. Der ist aktuell überwacht. Ist jetzt auf 4. Carol. 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 Gib uns ein Zeichen. Carol. Anderson. Carol. Anderson. Wow. Carol. Wow, bei mir. Was bei dir? Ganz kurz. Haben wir das abgehakt? Was? Hast du den gesehen oder was? Ja, ja. Ach, nett. Haben wir den abgehakt? Was? Ist der Auftrag abgehakt? Nein, die Aufgabe ist immer noch offen. Ja. Anderson. Du bist voll. Ich bin toll. Wow. Wow. Hä? Weiß nicht, ich höre die ganze Zeit irgendwas. Du hörst was?
Schuss? Ja, ja, aber richtig laut, so boom. Karol, Karol. Aktivität ist jetzt wieder bei 4, bei 6. Und Anderson. Bei 8. Ja, ich merk's. Karol, Anderson. 10. Karol, Anderson. Marcel, komm. Wieder immer noch bei 10 oder wieder zurückgegangen? Ist jetzt wieder unten, ja, bei 4. Weil es kurz ausschlagt? Ja, so ein kurzer Weg. Alter, Alter. Aufgabe ist aber immer noch offen. Ja, wie, normalerweise müsst ihr halt werfen. Was, komischer Geist. Soll ich nochmal probieren? Dein Risiko. Na komm. Ich glaube, wie bei dem. Bei dem können wir uns lieber auf das Flackern der Dings verlassen. Der Lampe. Ja, das Problem ist, bei mir haben die Lampen nicht geflackert. Auf einmal, ich habe so bum, 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 so richtig laut gehört neben mir und dann ist er aber mal aufgetaucht. Deswegen. Ja, dann jagt er dich nicht, noch nicht, aber jagen ist es wirklich, wenn die Taschenlampe flackert. Oder wenn die Lichter flackern, alle. Und dann erst werfen, vorher nicht? Dann, wenn du den, falls du den siehst, werfen. Karol Anderson. Also so ist ja zumindest, so ist das, was die alle behauptet haben. Das stimmt, habe ich noch nicht nachgeguckt. Okay. Karol Anderson. Karol Anderson. Karol Anderson. Karol Anderson. Karol Anderson. Carol. Wie sieht die Aktivität Anderson draußen aus? Die ist immer noch bei 0. Carol Anderson. Carol Anderson. Carol Anderson. Carol. Der Geist ist aber gerade durch die Lichtschranke gegangen. Ja, kann ich bestätigen, ja, habe ich auch gesehen. Pass. Okay, ich dachte, du wärst durchgegangen. Nee, ich hab's auch gerade leuchten gesehen. Carol Anderson. Carol? Carol Anderson. Aktivität ist nur noch bei 0. Carol Anderson. Ich habe hier ein Kruzifix. Hallo? Dein fixes Kruzi. Bitte was? Nichts. Also, Aktivität steigt auf 4. War das schöne Bild, was hier hängt, Carol. Carol, bei 8. Carol, bist du auf dem Foto drauf? Carol Anderson, sag doch mal, bist du auf dem Foto drauf, was hier auch vorne hängt? Hm? Carol? Carol? Immer noch bei 8. Carol Anderson, bist du auf dem Foto drauf? Carol? Carol Anderson, bist du hier auf diesem Foto drauf? Sag doch mal. Carol Anderson. Carol Anderson? Ist bei 0. Carol Anderson. Carol, that kills people. Der ist gerade oben Licht ausgemacht. Oder komplett aus. Der ist entweder Sichtung rausgedreht oder oben. Na toll. Oh, die Tür geht zu. Lichtschranke? Ja, Keller? Kellertür? Und Lichtschranke? Ich glaube, im Keller ist die Sicherung sein, wa? Guck mal, im Lichtschranke. Lichtschranke wieder. Lichtschranke. Ist so ein weißer Schalter, kannst mal gucken, wo da irgendwo die Sicherung ist. So ein komisches Kriegi-Symbol. Ich? Ich glaube, unten im Keller, ne? Wenn da so ein grünes oder ja, so ein viereckiges Symbol, dann war der gerade im Keller und hat die Sicherung rausgemacht, okay? Carol Anderson. Stop. Aktivität ist auf 4 gestiegen. Carol Anderson. Aber jetzt wieder bei 0 und jetzt bei 2. Carol, du fühlst dich. Carol Anderson. Carol Anderson. Lauf doch nochmal durch die Lichtschranke. Was hast du mit Moon gemacht? Carol Anderson, was hast du mit Moon gemacht? Hm? Bist du eigentlich verwandt mit Pamela? Der Geist macht so weit die Tür auf. Der Geist macht so weit die Tür auf vom, vom Keller, dass die durch die Tür, dass die Tür durch die Wand durchgeht bei mir nochmal. Ja, ja, das machen die öfters. Die können die Tür drehen. Durch die Wand. Na klar, können die das.
Carol Anderson, bitte melden Sie sich. Carol Anderson, bitte ein, bitte die 21. Die 21, bitte Carol Anderson. Carol. Hallo. Carol Anderson. Ist ja keine Aktivität. Carol Anderson. Hallo Carol, wir haben ein Paket für Sie. Carol Anderson. Carol? Carol Anderson. Aktivität ist bei 4. Carol Anderson, wenn ich hier vorne stehe. Carol? Bei 6. Carol Anderson. Carol. Macht eigentlich Marcells Geisteszustand? Der ist gerade bei 10%. Jetzt bei 7. Carol Anderson. Ja, schon hier mal ein bisschen. Jetzt bei 5. Carol Anderson. Aktivität draußen? Aktivität ist bei 4. Carol Anderson. Jetzt bei 6. Carol Anderson. Carol Anderson. Mensch, Carol, Sie haben nicht viel so viel Zeit. Jetzt mach mal was. Carol Anderson. Ist gesunken auf 2. Carol Anderson. Du solltest jetzt aber so irgendwann mal irgendwie Pillen nehmen oder so. Du hast nur noch irgendwie 2%. Also Carol schwach. Anderson. Carol Anderson. Machen, gucken, was passiert, wenn er 0 hat. Carol Anderson. Carol Anderson. Carol Anderson. Carol Anderson. Aktivität? Ja, dein Geisteszustand ist bei 0. Carol Anderson. Carol Anderson? Aktivität im Haus? Ist jetzt bei 4. Carol Anderson. Carol. Carol Anderson. Carol Anderson. Ah, oh, nein. Was ist denn hier? Anderson. Anderson. Die Aktivität ist jetzt wieder auf 0 gesunken. Anderson. Anderson. Carol. 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 Carol Anderson. Wo bist du? Wie alt bist du? Mach das Licht an. Mach die Tür zu. Schließe die Tür. Mach die Sicherung rein. Mach uns was zu essen. Carol Anderson, melde dich. Was los? Er hat dich nur... Du hörst uns noch? Ja. Okay. Was? Ja, du antwortest immer nur so selten. Hä? Okay. Carol Anderson. Er ist beschäftigt mit Carol zu sagen. Carol Anderson. Oh, mach doch deine scheiß Taschenlampe nicht an. Carol Anderson. Carol Anderson. Carol Anderson. Carol Anderson, wenn ich dich jetzt hier rufe. Du müsstest aber ganz schön stinkig werden. Sag mal, stehst du hier auf diesem Foto drauf? Bist du auf diesem Foto? Carol Anderson. Ja, also irgendwie hat die liebe Carol keinen Bock mehr. Also Carol Anderson. Carol, Carol Anderson. Ich kann ja mal die Tür loslassen. Carol Anderson. Carol Anderson. Noch halte ich die Tür fest. Soll ich sie loslassen? Carol Anderson. Carol Anderson. Marcel? Ja, lass mal, dann lass mal kurz die Tür los. Okay, ich hab sie losgelassen. Carol Anderson. Carol Anderson. Also die Schranke wurde auch gerade benutzt. Ja, ich bin gerade einmal durchgelaufen, wieder in den Raum rein. Siehst du den grünen Punkt? Carol ja, ich sag, Anderson. Ich weiß, dass ich den Punkt sehe, aber das ist nach ihm passiert. Ja, die fährt auch manchmal eine längere Zeit einfach an. Carol Anderson. Carol Anderson. Wo bist du? Aktivität wie alt bist du? Jetzt bei 8. Carol Anderson. Carol Anderson. Carol Anderson, wo bist du? Komm her. Gesunken auf 6. Carol. Carol Anderson, wie alt bist du? Wo bist du? Seit wann bist du tot? Wie lange lebst du hier schon? Carol Anderson. Carol. Carol Anderson. Ja, aber blinkt nicht. Ja, jetzt wieder bei 6. Niemand gesehen.
Ich hab niemanden gesehen. Ja, ja, komm, das bringt nix. Das wird nix mehr. Aktivität auch wieder bei 2. Wir haben lange genug versucht. Aber keine Ahnung. Besser Moon, denk dran auf Revenant zu stellen, der Geistertyp. Revenant? Auf Revenant, genau. Hat da bei mir echt bei Null gar nichts passiert oder so? Das ist auch irgendwie komisch, oder? Also. Ist das normal? Dass bei Null gar nichts passiert, ja. Ja, warum gibt's dann überhaupt diese Sanity hier? Sanity. Achso, das meinst du, Sanity. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass je tiefer deine Sanity, desto wahrscheinlicher greift er dich an, aber der hat irgendwie keinen Bock auf dich. Ja, irgendwie nicht. Ich bin so weit zum Moon durchgegangen, wo Moon bei irgendwo in einer anderen Ecke hing. Oh, jetzt ist er wieder bei 10. Jetzt wird er angepisst. Ja, jetzt wo wir nicht mehr da sind. Ja, jetzt wo wir nicht mehr da sind, wird. Ja, guck mal vor, wie lange. Sonst immer nur so eine kurze Spitze und jetzt ist er permanent auf 10. Ja, jetzt geht er wieder runter. Ja klar, jetzt wollte er gerade zu kurz aufnehmen. Komm, lass uns abholen. Ja. Kommst du? Was kommst du rein? Fahrt ab, oh, lass die Kühe alleine! Kann sein, dass du keine Punkte kriegst, ne? Geht jetzt schon aus, dass es gar nicht geht, wenn den draufklickt. Ah ja. Nee, du musst näher. Nee, du musst jetzt einen Geheimcode einbringen. Welcome back. There's some jobs ready for you. Wir hatten recht. Ich habe eine richtig geile Aufnahme und zwar, du hast gestanden, anscheinend gab es keinen Ausschlag und der ist richtig an dir vorbeigegangen, richtig gestriffen und Richtung Keller. Richtig heftig. Bei wem, bei mir oder? Nein, du bist gleich... Ja, bei dir! Und ich dachte erst, du stirbst, aber dann ist er einfach an dir vorbeigeschliffen, so richtig. Hab keinen gesehen. So richtig heftig. Ich hab davon, glaube ich, auch einen Screenshot gemacht. Okay. Ja, als Geist siehst du den, glaube ich, den anderen Geist deutlich. Ja, ich sehe den. Also ich sehe den halt, ja. Also das ist halt schon cool, die Spannung. Das ist schon echt spannend, auch als Geist, dann im Haus zu sein, um andere Geister zu sehen, die euch dann töten oder so. Ist schon spannend. Das stimmt. Wenn, wo ist Ragun hin? Achso. Die war da eine alte Olle. Das war einfach wieder im Schrank drin. Achso, stimmt. Ich muss mal ganz kurz mit den Fotos angucken. Ja, ich guck Ragun richtig an und dann, Ja, stimmt. Ich, so. Ja. Die Anmod machen. Was? Achso. Die Anmod. Du meinst die Abmod? Ich hab die Abmod gemacht. Abmod, ja. Genau, ja. Hast ach, du gar nicht? Nee, aber ich mach ich gleich. Achso. aber wie du auch gestorben bist da in der einen Ecke da noch. Weißt du, der Geist ja, war voll. Ja, ihr wart alle hinter, ja. Den hab ich überhaupt nicht verstanden. Wahrscheinlich, weil ich immer so auf die Namen und so sage und dann, keine Ahnung, so provoziere. Ja, ich hab auch nicht ganz so auf den Namen gesagt. Ich seh mich gar nicht, ich seh da nur das schwebende Kruzifix. Ja, du siehst dich irgendwie nie auf Fotos von anderen. Achso. Das stimmt nicht. Ich hab mich auch schon bei anderen gesehen. Moment, aber siehst du dich denn hier drauf, Moon? Oh, was? Du bist ja auf zwei Fotos drauf. Siehst du dich? Also, wenn ich mit euch drauf bin, so, dann sehe ich euch. Ich sehe sie aber auch nur auf einem Foto. Hey, ich hab sie auf zweieinhalb Fotos. Ich hab sie auf ein Foto. Also, jetzt sehe ich mich auch nicht. Ich sehe ein Foto. Bei mir ist unten. Nee, bei mir ist was? Hier ist ein Foto mit dem Geist und Dragon guckt da gerade aus dem Keller. Wie ekelhaft ist das denn? Ja. Was denn? Der Geist oder der Dragon? Der Geist! Ja, der Geist hat sich auch voll erschrocken, der ist abgehauen, der Arme.
Wohin? Ich weiß es nicht. Auf dem Foto, wo der Geist drauf ist, da bist auch du drauf. Ja, und weißt du, ich sehe nur ein schwebendes Kruzifix. Ja, bei wem eben. Sich der Geist drauf ist. Aber das ist die Tür zu. Ist die Tür zu? Bei meiner Stimme, ich weiß. Nein, bei Marcel. Ein kurzer Blick reicht schon. Genau. Der schreit weg. Ah, deswegen kam der auch nicht. Ja, ja, deswegen so. Kam. Sie hat dich nur gestriffen. Irgendwie schon. Wir waren auf jeden Fall erfolgreich gewesen. Und ja, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge werden wir bestimmt genauso erfolgreich sein. Und falls ihr eine Sicht nicht haben wolltet, sondern sagt, Mensch, zwei Sichten sind viel besser, deswegen gerne auch mal beim Mond vorbeischauen, dort liken und abonnieren. Und gerne beim nächsten Mal zu Phasmophobia wieder einschalten. Gerne liken generell und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.